Hast du das denn schon mitbekommen, Axel? Du meinst das neue Angebot von Mercedes für die S-Klasse? Ach, das interessiert doch keinen. Nee, ich meine unsere Social-Media-Accounts. Du meinst unser Abo bei der Springer Volkszeitung? Sag mal, haben die uns gekündigt oder was? Gott bewahre, das wäre ja ein Verlust fürs ganze Axel-Imperium. Ein grüner Tee und die Springer Volkszeitung. So muss jeder Morgen beginnen. Ja, und die Tagesschau nicht vergessen, ne? Ganz wichtig, stimmt. Ich weiß zwar nicht, warum du noch immer an diesen ganzen veralteten Medien festhältst, die Nachrichten von vorgestern berichten, aber... Naja, gut, du bist vielleicht auch irgendwie ein bisschen von vorgestern. Was? Egal, du hast also nicht auf unsere Social-Media-Accounts draufgeschaut seit gestern? Was könnte ich denn da sehen? Zum Beispiel, dass wir am 21. September schon über 2 Jahre online gewesen sind und mehr als wie 1000 Videos veröffentlicht haben. Und dass das natürlich keinen Menschen interessiert. Ah, nicht ganz. Timo, wir beide, hier aus der Provinz, aus dem Norden, bitte, wen interessiert das? Ungefähr ganz Schwerin. Und natürlich auf Deutschland aufgeteilt. Dazu noch Ausland, Schweiz, Bayern, Österreich. Was du immer erzählst, du übertreibst schon wieder. Das wären ja über 100.000 Menschen. Nicht ganz. Siehste, ich habe mal wieder recht. Es sind deutlich mehr als wie 100.000 Menschen. Und dazu ungefähr 15 Millionen monatliche Aufrufe. Wirklich? Und alles für lau? Wieder nicht ganz. Vielleicht ist dieses Jahr sogar ein kleiner Weihnachtsbonus für alle drin. Nee. Besser, wovon wir alle was haben. Du sag mal, weißt du, wo ich das neue Angebot von der S-Klasse gerade hingelegt hatte?